So, da sind wir wieder zurück und ja, wir haben unser Video hochgeladen, das sogenannte Gameplay, was wir ja fertig machen sollten für den netten Freund. Da haben wir, sehen wir in den Kontostand auch die Zahlen eben, wir sind knapp bei 1000 Dollar, 890 Hammer, 890, 330 waren das gewesen, die wir da eingenommen haben von diesen netten Herren. So, wir sollen mit Ryan schreiben. Wir können aber jetzt nicht mit Ryan schreiben. Ich frage immer irgendwie alle zu unmöglichen Zeiten, aber wir schreiben trotzdem mit Ryan. Ja, genau wo wir schreiben, ist natürlich wieder unser PC kaputt. Ist schon bald Standard. Niemals. Brauchen wir nicht. Wir schreiben jetzt mit Ryan weiter. Ist immer gleich wieder. Ja, genau. So, reparieren. Können wir noch alleine? Oder möchten wir alleine? Dann sollten wir mal schlafen, wieder mal gehen. Ist ja schon so Standard. Essen ist genau das nächste. So, jetzt hier essen. Wir brauchen was, um ein bisschen satt zu werden. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ja, reicht auf jeden Fall. So, Gaming-Video. Da hatten wir ja das Spiel. Ich glaube, das hatten wir. Hatten wir das hier genommen? Nein. Das war eigentlich dieses hier, The Walking Pet, was wir genommen hatten. Nee, war es auch nicht. Bin ich jetzt. Hä? Ach, das war das Unboxing-Video, genau. Und das war das von dem Freund hier, was wir machen sollten. Okay. Werden wir jetzt ein Preview zu The Walking Pet machen. Mal sehen, wie das ankommen wird. Müssen wir so bleiben, sonst. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd. So, tanzende Begrüßung. Haben wir schon. Nehmen wir doch vielleicht mal das hier, eine winkende Begrüßung. Haben wir eine Interaktion, ein bisschen mehr. Ladebildschirm. Ja, das hier. Mal sogar richtig geraten, auch nicht schlecht. Du hast ein verstecktes Item gefunden, eine fröhliche Äußerung. Grün und Orange. Ach, nehmen wir das hier. Ist am besten. Ernster Kommentar oder ein wütender Sch Kommentar. Ich glaube, wir nehmen das hier. Würde auch reichen. So, das Spiel hängt sich auf. Eine lustige Kritik. Ja, super. Zum Aufhängen eine lustige Kritik. Aber naja, gut. So, lustiger Kommentar. Bleibt uns nichts anderes übrig, als den hier zu nehmen. So, ein singender Kommentar sollen wir nehmen. Machen wir glatt. Und wir haben sogar noch 8 Punkte übrig für das Outro. Und da werden wir das Outro mit Logo nehmen, was wir ja nicht genommen haben. Oder falsch war. Okay. So, wir sollten ja fast eigentlich theoretisch alle Karten teilweise zusammenpassen. Hoffen wir mal. Zumindest etwas. Ja, ist natürlich wieder gut die Frage, wie, ne? Oh, ey, wenn ich das schon wieder sehe. So, unten zwei, oben keins, ist gut. Ja, welches nehmen wir da jetzt? Ach, super. Wir haben vier Karten, drei können wir nur verlegen. Das ist natürlich super. Verlegen. Wir sind Bodenleger, lass mich durch. Ja, genau. Ja, das ist Mist. Irgendwie alles blöd. Bleibt aber nichts anderes übrig, als den hier noch zu nehmen, der irgendwie gar nicht dazu passt. Ja, und wir haben einen Punkt, den wir unten verlegen. Jetzt nur noch überlegen, welchen wir für oben nehmen, den hier. So. Da haben wir zwei rote. Anders geht das eben jetzt nicht. 14, 11, 10, 12. Und was anderes können wir auch gar nicht nehmen. Wir haben nichts weiter, wo wir das hier nehmen können. Super. Na egal. Nehmen wir den hier. Aha, Interesse gleich 0. Das ist natürlich
top. Gut. Theoretisch würde ich das jetzt wegschmeißen, das Video, also Video verwerfen, aber wir werden das trotzdem mal hochladen, mal sehen, was es für Auswirkungen hat. So, Telefonstreich umgangen. Das Preview ging da voll in die Hose, ist natürlich auch genial. Sowas mal zu sehen. Wir brauchen gar nicht arbeiten, wir haben ja genug Geld, Anführungszeichen. Mal sehen, wie wir mit dem Video hier wirklich, oje, richtig in die Hose wird das gehen. Wir brauchen bald wieder neues Essen. Wir leben ja nur noch vom Essen, ne? Die Kommentare sind schon wieder Traum. Ja genau, das ist vor über 2 Wochen. Okay, gut. Das wird eigentlich alles sagen. Und da sehen wir schon die Abonnenten, die uns Adios sagen. Bis nächstes Mal, wissen wir das. Wir wären jetzt hier von 64 schon eh gesunken. Also nehmen wir das hier. Ein Gameplay davon nochmal machen. So, gleiche Prozedur wie sonst oder wie letztens. Oh, Abonnenten, die fliegen förmlich vor uns. 200, 300, wow. So, Ladespiel, tanzende Begrüßung. Sehen wir da, wir nehmen den hier. Ladebildschirm mit Hinweis. Sinnloser Kommentar. Meine Stimme, oh mein Gott. So, du hast eine Tracht Prügel bekommen. Ein feierlicher Schrei. Passt nicht. Super, dafür trotzdem 2 für den Sound. Immerhin. Ein wütender Kommentar. So, ein singender Kommentar. Haben wir was für die Nachbearbeitung? Das ist schon mal gut. So, interaktiver Ladebildschirm. Lustiger. Oder unlustiger, was es war. Gar nicht so schnell gelesen, wie man klicken kann hier. So, 8 Punkte haben wir noch. Mörderischer Blick. Mal das hier probieren. Ja, und immer nicht falsch gewesen. Und wir haben immer noch was mal aussuchen. Und den Abspann. Sehr gut. Hallo, mein Computer ist kaputt. Kannst du nicht jetzt warten, bis wir das erstmal hier machen? Super. Sehen wir, ist natürlich wieder bombig. Es wird wieder nicht alles passen, das sehe ich jetzt schon. Ist ja nichts Neues. So, Frage ist jetzt, welchen wohin? Den hier noch. Und ja, bleibt nur der hier übrig. Und dann eben, nicht den hier, sondern den, das Ende vom Gelände. Jetzt sehen wir. Gut, das sehen wir alles gar nicht. Das hier unten ist Backwurst. 10, 9, 7, 12. Wenn wir jetzt die Punkte verteilen, 12, 12, 10, 12. Relativ gleichmäßig. So, Rendern. Interesse 62%, das ist gut. Ein bisschen Level aufgestiegen auch. So, und der will, dass wir was wieder ein Preview machen für Radical Shotgun with Friends. Für den DAL-PC. Kriegen wir natürlich wieder $273, nehmen wir da glatt an. Ne, jetzt gehe ich nicht zur Party. Was denn jetzt wirklich? So, schlafen gehen. Müssen eh warten, bis hier sich das Video hochgeladen hat, mal wieder. Mal das öffnen. Und das gleiche Spiel mit Essen. Ich glaube, wenn man hier so ein bisschen ja, so viele hat, Freunde, wie will man die alle noch unter einem Dach reinkriegen?
So, ein Preview sollen wir daraus machen. Machen wir gleich mal ein Preview. Video starten. Mal sehen, ob das in die Buchse geht. Ja, aber wenn man zu viele Freunde hier hat und sich hier wirklich nach den Abonnenten richten müsste und das dann wirklich kein so wäre, ich glaube, da würde man schon wirklich viele Freunde in dem Sinne auch verlieren. Zusammenfassung des Spiels. Machen wir das hier, ernster Kommentar. Du hast ein Easter Egg gefunden. Fröhliche Äußerung. So, hier soll mal interaktiver Ladebildschirm. Die Gegner gegen dich. Ja, das ist natürlich wunderbar. Mach mal das hier. Haben wir wenigstens einen Punkt noch mehr dazu bekommen. Ein Ausschnitt. Was lustig ist, haben wir nicht mehr. Nehmen wir mal das hier. PC ist auch schon wieder, der blitzt und ja. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ein verstecktes Item gefunden. Oh, gute Frage, fachlicher Ratschlag. Wir nehmen das hier. Ja, sogar richtig geraten. Und zum Schluss das Outro mit Logo. Wunderbar. 7, 9, 14, 14. Also gute Ausbeutung. Ja, und zusammenpassen tut es trotzdem wieder nicht. Das ist wieder klasse. Das ist manchmal, was mich hier so richtig nervt. Wenn hier nichts zusammenpasst. So, eins unten, zwei oben. Na toll. Die Frage ist jetzt, wie legen wir den wieder zusammen? So hier. Das ist ja irgendwie blöd. Zwei nach und eins unten. Das sieht jetzt nicht toll aus. 5, 7, 14, 14. 7, 10. Ja, 7, 10, 17, 14. Okay. Nicht gerade super berauschend. Wir rendern mal. Du hast eine Videoart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihnen zu machen. Deine Fans werden es mögen. Vielleicht abonnieren die dich auch ein paar Abonnenten des beliebten YouTubers. Ja, 80 ist das Interesse für das Preview. Also, das ging schon mal nicht in die Hose. Das soll mal doch wieder 20 Dollar zahlen. Na gut. Eine Karte haben wir noch wieder zum will er nicht? Gut. Ins Kino gehen. Ja, Kino sind wir dann, glaube ich, tot, wenn wir das machen. So, und da hat sich die Ryan wieder verabschiedet. Ja, super. Wir haben die Zeit nicht geschafft. Natürlich wieder super. Nochmal. Wow. Tja, das haben wir natürlich nicht geschafft, obwohl das Preview relativ gut geworden ist. Ist natürlich ärgerlich. Können wir aber nichts machen. So, essen wieder mal. Sollen wir uns wieder mit Ryan unterhalten? Erst will sie nicht, dann will sie wieder doch. Oh Mann. Das ist schon irgendwie leicht nervig. Also meines Erachtens könnte YouTubers Live schon ein bisschen weniger mit diesen ganzen Interaktionen, weil man kann alles gar nicht hintereinander schaffen, um erstmal seine Community oder seine Abonnenten glücklich zu machen. Muss man hier wirklich am Ende jeden Tag ein Video rausbringen? Was dann auch, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Sinn bringt.
Weil man kann sich eigentlich im Prinzip immer nur aufs eine konzentrieren und immer auf beides. Freunde, Videos, arbeiten, schlafen, essen. Wird irgendwie alles ein bisschen sehr schwerfällig. So, wir machen jetzt das Gameplay, was wir hier als Preview hatten, was relativ gut ankam. So, tanzende Begrüßung. Nehmen wir doch gleich das hier. So, dann haben wir hier einen Ausschnitt. Was sehen wir da? Gute Frage. Den hier vielleicht. Ein Spiel-Tutorial. Fachlicher Kommentar, Ratschlag. Machen wir das. Die Punkte, wir haben noch 4 Karten. 18 Punkte haben wir dafür noch. Sollte ungefähr reichen. So, mörderischer Blick. Ein peinlicher Schrei soll man nehmen, dass man ein Achievement bekommen haben. So, hier haben wir wieder was im Spielintro. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, jetzt das hier zu nehmen. 5 Punkte und das Auto schaffen wir natürlich wieder nicht. Bingo. So, normales Spiel. Ja, was sehen wir da? Machen wir das hier. War sogar richtig. Wunderbar. Und dann haben wir auch nur noch 3 Punkte. Einen Abspann können wir noch nehmen. Wunderbar. Haben dafür trotzdem keine Punkte bekommen. Weil es natürlich falsch war. Mann, die Karten, die sind schon wieder echt kacke hier zusammenzulegen. Was mich so ein bisschen nervt. Das hier, das hier, das. Da hat man auch mal 2 gehabt hier irgendwo. Nee, das geht nicht. Müssen wir unten nehmen. Dieses hier und dann können wir das. Ja, das bringt uns eigentlich gar nichts, weil wir keine. Ja, ob wir das jetzt legen oder nicht, das sieht irgendwie blöd aus. Machen wir mal so hier. Da haben wir vielleicht ein bisschen andere Möglichkeiten. 15, 11, 12, 14, 35. Hier rendern wir mal. Interesse bei 64%. Und wir steigen auch mal ein bisschen auf. So, hochladen. Ja, und unser Preview von dem netten Herrn, das geht wirklich sehr gut. Können wir arbeiten gehen, theoretisch. Machen wieder Eventbegleiter. Und dann ist dann auch schon wieder unsere Folge vorbei. Wenn er dann mal wiederkommen wird. Aber wir werden uns das Ergebnis angucken von dem Gameplay. So, hier das können wir uns angucken. Da mal ein bisschen mehr verdient. Aufrufe 278.000, 26.000 Abonnenten. Wenn das so schnell gehen würde, machen wir. So, der ist totmüde. Wunderbar. Da kommt jetzt angekrochen. Kann an die Schafen gehen. So, das ist relativ gut geworden. Und ja, dann war's es erstmal von YouTubers Live. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Oder schreibt mal in den Kommentaren rein, wie ihr das findet hier mit diesen ganzen Leuten, Freunden. Weil wenn man jetzt alle hier mit ihnen interagieren würde, würde man das ja auch gar nicht schaffen. Zumindest nicht flüssig hintereinander. Also könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet. Oder ansonsten schreibt einfach euer Feedback dazu, wie ihr YouTubers Live selber findet. Wenn ihr schon spielt oder ob ihr das spielen würdet und so weiter. Und ja, für alle, die neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns dann in einer Woche wieder zu YouTubers Live. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend und bye bye.